Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Hellblade Senua's Sacrifice. Wir suchen eine Rune mit einem X. Es könnte hier irgend so ein... Warum wird es auf einmal so dunkel? Was soll das? Könnte hier irgend so ein Balken mit irgend so einer Diagonalen sein? Ich kann da nicht reingucken. Was soll das denn? Ah! Ah, Moment. Ah! Ist das... Warte mal. Ist das eine Blutlache? Wild. Ah, jetzt tickt sie nur wieder richtig. Jetzt guckt sie über, jetzt guckt sie wieder weg. So, aber wir haben die Rune ja gerade gesehen, ne, wo sie ist. So. Und jetzt kommt gleiches Prozedere. Kurz gucken, wie es hier aussieht. Jetzt haben wir noch jetzt noch eine kleine Hütte. Da kommen wir aber nicht raus. Da hinten ist nur der Rest der Wildnis. Entschuldigung. Und das ist, glaube ich, gut, dass wir das da mal prophylaktisch aufmachen. Ich habe so eine Ahnung, was eventuell gleich passieren könnte. Der Weg ist straightforward. Da müssen wir hoch und da ist das Feuer. Aber ich glaube, der Weg wird nicht so straightforward. Das haben wir in der letzten Folge gesehen. Jetzt machen wir erstmal ein Feuerchen. Drück! Jawollo. If I can survive the fire of Surt and escape my darkness, then so can you. Oh, Alter. Vorsicht, halt. Run, 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 through the fire. Keep running, go on. Nothing will stop. Run, Senna, run, run, run. Ich brenne. Hallo? Betrug? Betrug! I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this? We can fight this together. Side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone. Away from here. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me.
you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Come on. Oh Gott. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Steh auf! Hallo! Ah! Da. Ich kann die Striche nicht mehr sehen. Zwar. Jawohl, los! Ah, stimmt, ich habe ja den Fokus. Okay, das ist jetzt Cutscene übrigens. For every battle won, a greater battle takes its place. But so it goes. Until we fall. And in the end, we all fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise. And I will go to hell to keep it. I die free. And you will carry my stories with you. I have fulfilled my quest. Yes, you have. When the darkness comes, I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face
horror in the eye, as I have, to find your answers. Your quest. Extinguished. Defeat Sur. Ah ja. Du hast den Bossfight verpasst, Maya. Und das Schlimme ist jetzt, wir müssen jetzt diesen ganzen Weg wieder zurücklatschen. Scholar turned slave. They tortured him. Took him with them on their raids. Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. So, Challenge. Schaffen wir es noch vor Folgenende zum Ausgangspunkt zurück? Nee, warte. Da links ging's hoch. Ja, und nun? Habe ich mich jetzt wirklich... Oder war das Abspielen der Audiodatei da gerade... falsch? Ich glaube ja. Also hier geht es ja offensichtlich nicht weiter. Senua saw a deep connection form between the Northmen and the darkness. If his tales of hell were true, then that was the source of it. No. She learned everything she could from him. Until she too could see what he saw. Das sieht doch vielversprechend aus. Ja. Have you ever died before? It's a serious question. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. You know when it is true. You can feel it. A stranger in your own body.
aber hier nicht diese Steinfratze. Ah, sie ist dreimal. The mark of Valravn and the mark of Surt. You may cross the bridge over the river of knives to Helheim. Lass mich doch kurz erzählen hier, Mensch. Sie ist also quasi für das Game dreimal gestorben. Insgesamt sind wir aber schon 12-mal gestorben. Anscheinend ist das so ein. Du kannst in einem Kampf halt mehrfach sterben, ohne dass es weiter wächst und dann irgendwie so. So kommt mir das vor. Jedenfalls. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht. Ich dachte ja zwischenzeitlich vorhin, diese eine Cutscene wäre das Ende gewesen, weil ich zu oft gestorben bin. Aber nein, tatsächlich nicht. Ja. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, schaut in die Playlisten rein. Dort findet ihr den Rest dieses Let's Plays. Schaut doch mal in die anderen Projekte. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch in der nächsten Folge wieder begrüßen dürfte. Macht's gut bis dahin und... Tschüss.